Du hast ja keine Ahnung, was sich alles ereignet hat, wo du so lange weg gewesen bist. Was heißt denn hier so lange weg? Zu drei Friseuren musste ich laufen. Was? Überall war besetzt, keiner wollte mich annehmen. Ja, immer bis Mittwoch besetzt. Setz dich mal erst mal hin, du Tante Mine, immer schön mit der Ruhe, hör erst mal schön zu. Ja, dann schießt doch endlich mal Lutzen. Ja. Ich hab ein Bild von Ihnen. Ja, hier meine Brille, die liegt da irgendwo schnell. Ich hab sie. Hier ist sie, Tante Mine. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Das ist allerdings bloß ein Passfoto. Ah, das macht ja gar nichts. Das ist er. Der hat ja einen total kahlen Kopf. Ja, hatte er so schönes, volles Haar. Fühlte sich so weich an wie Seide. Bis heute noch, wenn ich über den Küchenbalkon den Mob ausschütte. Und mit der Hand mal eben so über längs fahren, muss ich da immer an denken. Hab da ja zu gern mit beiden Händen in gewühlt. Dann hat er gar kein Haar mehr auf dem Kopf. Sie hat ein wirklich ganz feines Gespür für das Timing. Ja, es gibt ja Leute, die können keinerlei Anekdoten erzählen. Das verzettelt und verwuselt sich alles und am Ende kann keiner mehr lachen. Das kommt bei Heidi immer zack. Und dann... Ihr raucht hier wohl nicht, ne? Sag mal, wollt ihr da stehen bleiben? Wer hätte gedacht, dass ich mein kleines Baby noch mal wiedersehen würde? Und denn so ausgewachsen. Hast dir deine Mutter wohl ein bisschen anders vorgestellt, was? Warum sagst du denn nicht? Ja, dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Wir spielten das Kuckucksei. Und da musste meine Mutter wieder so eine ganz Verruchte sein und also eine Runtergekommene eigentlich. Und dann haben wir uns überlegt, was hat die an? Und zu der Zeit war hier eine Ankleiderin, die kam aus sehr einfachen Verhältnissen und die hatte immer abenteuerliche Sachen an. Und so haben wir meine Mutter dann angezogen. Karierter Rock und eine völlig unpassende Bluse und dann noch unpassender eine Jacke dazu und dann Schmuck und Getüdel und eine Perücke hatte sie auf und so. Also sie war das Abbild eigentlich dieser Ankleiderin hier. Du, aber das kannst du mir glauben. Freiwillig habe ich dich damals nicht hergegeben. Oh nee. Nee, sie haben dich mir weggenommen. 5 Tage warst du alt und du warst so ein süßes, knackiges Baby. Aber da kommt doch diese Hexe von Aufseherin und sagt, ich wäre moralisch ungeeignet, dich aufzuziehen. Stell dir das mal vor. Moralisch ungeeignet, ich, Mensch, da habe ich aber meine Moral gezeigt. Du, das kannst du nicht glauben. Wenn der Doktor da nicht zwischengewehrt, die hört sich mal an. Aufseherin, reden Sie denn da? Bitte, Frau Müller, darüber sollten wir nun nicht sprechen. Wieso? Haben Sie ihr denn nicht erzählt, dass sie im Knast zur Welt gekommen ist? Man guckte immer mehr zu Heidi Kabel als zu den anderen Darstellern, weil sie war unheimlich stark vom Charakter her. Auch von, sie gab immer alles, sie gab immer 100%. Immer, jeden Abend. Mann, nicht so geizig, gieß noch ein bisschen zu. Das Glas ist voll. Du schenkst mir jeden Tag weniger ein. Meinst du auch nicht, ich merk das nicht? Wir haben abgemacht, ich kriege ein volles Glas Köln. Voll. Verstehst du? Sonst setze ich mich morgen nicht wieder in die Badewanne. Kann dir das Glas doch nicht bis oben hin vollgießen. Warum denn nicht? Abgemacht ist abgemacht. Für jedes Mal baden ein volles Glas Köln. Ich wasche mich ja auch nicht bloß bis hier, ne?
anrühren. Alles bleibt so liegen, wie es liegt. Wer ist Kalle Evers? Also du, ich bin die Schwiegermutter von dem da und das sag ich dir, du. Der war heute das letzte Mal hier. Frau Rehse, was soll das denn? Das sind doch meine Angelegenheiten. Ich dulde keine Einmischung. Ach nee, du duldest keine Einmischung. Wer hat sich denn bei mir eingemischt? Auf meiner Couch gelegen, meinen Kaffee gesagt. Bleib, wo du bist, du Knalltüte. Ja? Hier, Böhme. Kann ich mal Frau Rehse sprechen? Sind Sie Frau Rehse? Ja, die bin ich. Ein Herr Böhme will Sie sprechen. Oh, Herr Kriminalhauptmeister Böhme, Sie sind aber pünktlich. Ich wusste ja, auf Sie kann man sich verlassen. Nee, nee, ich hab hier alles im Griff. Sagen Sie, Tante Tilly, was hat das Ganze zu bedeuten? Nee, nee, Herr Böhme, ich hab hier alles im Griff. Aber bleiben Sie bitte am Apparat, bis ich hier klar Schiff gemacht habe, ne? Wie viel hast du verloren? Ich habe nicht verloren. Ich habe 2000 Mark gewonnen. Ich habe eine Gewinnsträhne, Frau Rehse. Was wollen Sie eigentlich hier? 2000 Mark hast deiner Frau geklaut, das sind sie. Und du raus hier! Ja, raus hier! Und verschwinde! Wenn ich so eine Schwiegermutter hätte, würde ich auswandern. Und jetzt hau ab! Herr Böhme, es ist alles in der Ordnung. Die Kripo braucht nicht einzugreifen. Tja, Heidi Kabel als Tante Tilly, das ist so eine Art hamburgische Miss Marple, die wirklich die verworrensten Fälle löst. Und sie ist an der Seite natürlich von vielen, vielen berühmten Kollegen aus dem Unsorgtheater umgeben. Und sie hat vor allen Dingen, glaube ich, mit ihren Ermittlungsarbeiten so einen tollen Spürsinn und erweist sich als echter Profi. Was haben Sie denn mit dir gemacht, mein Dear? Oh, du Arme, diese Kerls, diese Östern, nein. Ich kann dir nicht helfen, Beate. Kein Mensch darf hier was anrühren, bis die Polizei da ist. Sieht man doch immer im Fernsehen. Nein, Beate, die Polizei, die muss dich losbinden. Tilly, warum hast du Beate nicht schon längst losgebunden? Ja, du wieder. Lass das, die Polizei muss Beate doch erst fotografieren. Was soll die Polizei denn da fotografieren? Na, du bist vielleicht eine komische Schrulle. Ja, also hör mal zu, ich bin keine Schrulle und ich bin auch nicht tüdelig, aber ich kenne mich aus in solchen Sachen. Wenn sie so Rappelschnutten spielt, dann ist sie das, hundertprozentig. Und jeder denkt, das ist sie zu Hause auch. Das ist sie eben nicht. Das ist eine Figur, die sie darstellt. Aber sie hat das natürlich alles in sich. Hallo. Hallo, ist da die Polizei? Sind Sie der Mann, der für Mord zuständig ist? Ja, ich wollte Mord anmelden. Ja, nun sind Sie von der Socken, nicht? Ich auch. Ich habe mich auch ganz schön erschrocken. Das kann ich Ihnen sagen. Ich wie bitte? Ach, ich? Pieper. R.N.A. Pieper. P.I.P.I.R. Und das ist hier in der Kaphornstraße Nummer 21, Firma Henning Schiffsmakler mit beschränkter Haftung. Was? Ja, ich wohne hier im Souterrain. Und nun bin ich in dem Büro von unserem Chef, Herrn Henning. Wer das ist, den Sie umgebracht haben, das weiß ich doch nicht. Ja, Augenblick, Augenblick bitte. Also hier draußen auf dem Gang, da ist das Büro von unserem Herrn Brunken. Und ich war gerade bei und wollte ein bisschen reinmachen. Und warum? Meine Zeit, Mann, das ist doch meine Arbeit, Mensch. Dafür werde ich doch bezahlt. Was? Vielleicht ist dem bloß schlecht geworden. Doch, ja, das ist möglich. Na ja, so ein Dolch von 20 cm hinten ins Kreuz rein, das ist ja auch nicht angenehm. Ja, alle Türen zu schließen, ja? Nichts verändern? Nichts anpassen, ja? Warten, bis sie kommt? Nee, Moment, Moment mal. Das muss ich mir aufschreiben, Mann. Das kann man doch nicht alles machen. Oh, und hier ist natürlich wieder kein Bleistift, kein Papier. Augenblick mal bitte, ja? Heidi Kabel hat die Frau Pieper wahnsinnig gerne gespielt, weil eben das waren so die Rollen, die ihr besonders gelegen haben. Eben die Putzfrau, die einfache Frau aus dem Volke, die nachher sogar selbst in Gefahr gerät und am Ende den Kriminalfall löst und den Verbrecher zur Strecke bringt. Sie hat dieses Stück mehrfach hier am Unsorgtheater gespielt. Sie ist mit dem Stück auf Tournee gewesen, hat, ich weiß nicht, wie viele Dutzend oder 100 Vorstellungen in ganz Deutschland gespielt und hat damit dafür gesorgt, dass eben Unsorg auch über die Grenzen Hamburgs und Norddeutschlands hinaus bekannt und berühmt geworden ist.